Hallihallo und herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Runde Bioshock. Ja, als erstes erstmal eine Runde Kaffee, denn der ist frisch aufgebrüht, perfekt für dieses neue Let's Play. Deswegen nehme ich erstmal einen Schluck. Prost. Und dann geht es eigentlich auch schon weiter. Wir sind jetzt echt auf der Suche nach. Wir kommen hier gar nicht mehr zurück, oder? Oh, wir kommen noch zurück. Wollte ich gar nicht. Hilfe! Ich habe das noch nie probiert, ob man zurückkommt oder nicht. Und ich glaube, ich muss mal den Ton ein kleines Müh runterregeln. Ist das besser? Das ist nicht ganz so laut. Ja, sorry, dass ihr jetzt hier euch zweimal einen Ladebildschirm angucken müsst, weil ich dumm bin. Ja, aber so ein Ladebildschirm hat doch auch was. Vor allem, wenn der Speichervorgang läuft und man das Gerät bitte nicht ausschalten darf. Hallo? Ja, wir gehen wieder zurück, weil wir lieben den Ladebildschirm, der nicht kommt. Doch, jetzt kommt er. Gut. Wenn du Nahaufnahmen von Gegnern machst, die dich ansehen, kannst du dir mehr Forschungspunkte verschaffen. Wenn du Gegner innerhalb eines Kampfes fotografierst, erhältst du Extrapunkte. Speichervorgang läuft. So, aber jetzt geht's los. Wir machen weiter ohne Unterlass. So. Wir retten jetzt mal ganz fix die Familie von Globus. Wow. Wilde Flashbacks. Habe ich? Ich habe den Sonic Boom drin. Ich wollte gerade. Ich bin direkt vor dem U-Boot-Dock, aber ich komme nicht rein. Ich brauche deine Hilfe. Meine Familie ist keine 100 Meter mehr von mir entfernt. Ja, Freude. So, gibt es hier noch irgendwas? Was war noch? Nö, das Dieb bringt uns ja echt viel. Jetzt hat mich dieser fürchterliche Gatherer's Garden erschreckt. Haben wir eigentlich noch. Was macht eigentlich ein Gatherer's Garden hier unten in so einer Katakombe? Kann mir das mal irgendjemand erklären? So. Hier ist nichts drin. Malo wollen wir auch nicht haben. Genbank brauchen wir jetzt eigentlich auch nichts austauschen. Wer verschwendet hier den Wein? Den guten Wein, den guten Wein. Oh. Eine Leiche, die nichts bei sich hat außer Zigaretten. Und dort hinten sehe ich auch. Ja, ich habe es richtig gesehen. Gut. Dann wird wohl das Elektro-Volt mal wieder fällig. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Lalalalala. Und mal wieder unser allseits beliebtes Hacken. Ole, wir haben es lange nicht mehr gesehen. Ich weiß, ihr habt es echt schon vermisst. Ich weiß, ihr habt es schon vermisst. Es hat euch wirklich total gefehlt. Aber ich hoffe, wir kriegen das jetzt relativ schnell alles wieder gebacken und ich stelle mich wieder an wie der letzte Volltrottel. So, dahin. Jetzt haben wir schön diese Pausierungsschleifen auch drin oder Verzögerungsschleifen oder wie auch immer sich das nennt. So, den Hammer und hier haben wir noch ein Audio. Wir sind alle hier runtergekommen, weil wir dachten, wir werden alle Glieder in Ryans großer Kette. Aber es hat sich herausgestellt, dass Ryans Kette aus Gold ist, während unsere Ketten Schlösser haben und dicke Eisenkugeln. Er residiert oben in Fort Frolic und bumst die schärfsten Mädels. Wir sitzen hier unten in diesem Loch und nehmen Fische aus. Fontaine verspricht uns, es wird besser. Tut so, als wäre er einer von uns, verstehst du? Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte. Er sagt, wir treffen uns um 11 in der Baracke, wo der Fisch abgepackt wird. Ich gehe hin und bring noch ein paar Jungs mit. Hey, recht viel schlimmer kann es nicht mehr werden. Ja, der Untergang von Bioshock, von Bioshock, sag ich schon. Oh mein Gott. Von Rapture. Ja, das ist alles nicht so schön, aber es war vorhersehbar, wenn man sich so ein bisschen die Vorgeschichte und so ein bisschen antut. Nein! Uff, Schwein gehabt. Ich wollte das nicht trinken. Denn es ist ein bisschen. Treffen wir mal ein paar Vergleiche mit Ziel erreicht.
Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen. Zieh mir mal ein paar Vergleiche mit der DDR, wenn mich jemand aussprechen lässt. Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug. Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein. Bla, bla, bla. Treffen wir mal so ein paar Vergleiche mit der DDR, denn in der DDR ist es ja letztendlich genauso wie ein bisschen hier in Rapture. Man darf nicht, also man hat eigentlich den Himmel auf Erden, also jetzt mit der freien Marktwirtschaft nicht unbedingt, aber so hat man den Himmel auf Erden, aber man darf eben nicht mehr weg. War ja in der DDR letztendlich genauso und ich denke mal, es hätte vielleicht eventuell mit Rapture oder auch der DDR besser geklappt, wenn man denn vielleicht die Leute hätte frei reisen lassen und einfach mal hingehen lassen, wo sie wollen. Ob der Sozialismus und Kommunismus wirklich so funktioniert, das ist ein anderes Thema, das behalten wir uns für ein anderes Let's Play auf. Da werden wir dann mal diskutieren, funktioniert der Kommunismus oder funktioniert er nicht? Gut. Ist er denn eine gute Idee überhaupt? Warum habe ich einen Gatherer's Garden gehört und keinen gefunden? Kann mir das irgendjemand erklären? Ups. So. Da ist die Tauchkugel. Zu der wir hin müssen. Und hier kommen wir nicht rein. Trauma auf. Bisschen Muni sparen. Und da sind wir. Wir gehen mal kurz auf der anderen Seite raus. Ich muss mal kurz gucken, ob sie noch ich glaube, hier kommen wir schon weiter, wenn ich mich des Rechtens entsinne. Aber wir hacken noch mal schnell hier den Automaten. Einfach, damit ihr nicht vergesst, wie das Hacken aussieht. Weil ich bin mir ziemlich sicher, man vergisst das auch ziemlich schnell. Also nicht, dass ihr da in irgendeiner Weise das aus dem Kopf verliert. So. Sag mal, hier sind aber wenig so eine... Jetzt. So, dann brauchen wir noch einen davon und dann haben wir es schon geschafft. Irgendwie habe ich maustechnisch hier echt Probleme mit dem Hacken. Ich weiß auch nicht. So. Na dann. Atlas. Es ist so dunkel hier drin. Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde, vielleicht könntest du ihn warnen. Oder wenigstens irgendetwas tun. Außer nur tatenlos zuzusehen. Ich kann sie nicht aufhalten. Muss mich zurückziehen. Hol meine Familie daraus. Wir treffen uns dann so schnell wie möglich wieder. Ja. Wer hätte gedacht, dass es so einfach wird. So einfach wird es nicht. Das war doch mal ein Actionfoto, wie es sich gewaschen hat. Erhöhter Schaden. Oh, Bärs. Wo ist die denn hin? Hä? Sie ist verschwunden. Sie hat sich in ihre Einzelteile aufgelöst. Das finde ich ja blöd. Ich wollte sie nach außen. Okay. Sie ist weg. Okay. Hier kommt mächtig viel an. Wer hat das gesagt? Ich bleib erstmal lieber hier hinten. Also das letzte Mal, wo ich hier lang gegangen bin, bin ich hier wirklich richtig schön reingerannt. Ups. Na komm. Gut. Ich will ja jetzt mal ein bisschen vorsichtiger sein. Du glaubst, du kommst damit durch? Moha!
Actionfoto. Ich weiß, was du vorhast. So. Noch ein Actionfoto, vielleicht? Ist nicht ganz so gut geworden. Aber erhöhter Schaden. Er schickt mir Läuse. Und wir nehmen alles, was der mit hat. So, die Frage ist jetzt. Ich sollte erstmal schnell. Ach, hier ist sie doch! Wie ist die hier hingekommen? Warum ist die verbrannt? Keine Ahnung. Okay. Dann gucken wir mal nach. Wir können uns ja erstmal aufheilen. Quatsch, V, sondern E. Geduld, Liebling, Hallo? Ach, Furunkel auch noch. Läuse und Furunkel. Was ist passiert? Hau ab, wenn du kannst! Raus da! Nö. Wir treffen uns woanders wieder! Ich schicke dir Seuchen! Die Kraft des Herrn! Warum ging das Foto jetzt nicht? Das habe ich jetzt nicht so richtig gecheckt. Wow, zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Puh. Hier liegt noch eine Waffe. Na kommt. Gut, 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 gut. Ups. Falscher Knopf. Lalala. Wo seid ihr? Für so leicht durchschaubar. Ich vernichte deine Erstgeborenen! Ach! Das Forschungsziel ist abgeschlossen, deswegen. Ich schicke dir Furunkel. Deswegen kann ich den nicht mehr fotografieren. Ist ja sehr interessant. Also ich kann eigentlich wieder nicht mehr höher ab. Ja, ich habe jetzt keine Zeit für meine MD-Momente. Geht noch nicht auf die Nerven, dann kommt doch hoch zu mir. Ich befolge einzige Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Komm hier rüber. Na komm doch hoch zu mir, Mann. Ich hab dich für Geld verraten. Mach die Sache nicht unnötig schwerer. Keine zweite Chance für die Schwachen. Flieh nur. Ich fliehe doch gar nicht. Ich komme dir entgegen, du Knuff. Ihr müsstet bloß mal hier hochkommen. Wir glaubten uns vor, der Herr erbarme sich deiner Seele. So, aber jetzt. So. Geht doch. So, Spritze. Und die Vitalsbleise haben wir jetzt also praktisch aufgedingst. Aber es macht nichts, weil wir verlieren den. Sie steht mir zu. Na komm her, du Kleine. So, nehmen wir uns mal hier in. Ihr wisst schon was rein. So, kommt jetzt noch jemand oder haben wir es jetzt erledigt hier? Aber die Musik ist noch nicht zu Ende, also denke ich mal, dass es noch nicht am Ende ist. Aber ich überlege, ob ich jetzt hier die Station zerstöre oder ob ich es erstmal noch lasse. Ich heile mich erstmal auf und dann gucken wir mal. Vielleicht nutzt uns ja noch was. So, vielleicht kommt ja noch jemand. Vielleicht können wir noch zurückgehen. So, den haben wir. Seht ihr, da kommt noch jemand. So, gehen wir mal hier rein. Was haben wir hier? Ein Audiobook. Ein Audiobook. Audiobook, ich kann noch jetzt nicht lesen. Hören. Heute Morgen mit dieser osteuropäischen Wissenschaftlerin gequatscht. Sie hat einen ziemlichen Knacks, genau wie alle anderen Häftlinge, die sie aus den Straflagern befreit haben. Aber sie ist keine Spinnerin. Sie bringt mir so viel Kohle ein, dass Ryan dagegen wie ein kleiner Zeitungsjunge aussehen wird. Sie braucht nur noch ein paar Zutaten, um die Sache zum Laufen zu bringen. Und einen Freund, der auf sie aufpasst. Oh, Fontaine, du mieses Stück Scheiße. Hier unten ist noch irgendwas. Ich weiß bloß nicht, wie ich da hinkomme.
ist überall zu. Also ich komme hier nicht runter. Das finde ich blöd. Ich wollte mir gerne die Liefspritze holen. Okay, wir haben uns, glaube ich, genug diesen Teil angeguckt. Ich glaube, ihr wisst jetzt, wie es hier aussieht. Wir holen uns mal den Verbandskasten und gehen wieder zu und hier rennt nämlich nur einer rum, der will aber nicht rauskommen. Oh, 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 oh. Wow. Rein wie ein Attentäter und versuchst dann dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Weshalb bist du hier? Es gibt zwei Möglichkeiten, mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. Das haben wir wohl tüchtig versaut. Mal untersuchen, aber die hat auch nichts dabei. Hinten noch irgendwas, was wir mitnehmen können. Ja, das war wohl nichts. Wir haben. Das hat ein Opfer gefordert, was ich nicht opfern wollte. Aber letztendlich ist da auch. Ja. Rein der Arsch. Okay. Wir nehmen jetzt den Verbandskasten mit. Der ist leer. Die Pistole nehmen wir noch mit. Und da müssten wir eigentlich alles haben. Okay, wir machen uns auf nach Arcadia. Weil ich denke mal, ja, haben wir noch ein Audiobook, das wir uns nehmen können. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch, ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass Sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Gut, dann geht's mal weiter und zwar nach A. Ah, ja, aber erst räumen wir den Mülleimer raus und stellen fest, dass er außer Zigaretten nichts dabei hat. Also, dann auf nach Arcadia. Es war nicht unmöglich, Rapture auf dem Meeresgrund zu bauen. Es war unmöglich, es irgendwo anders zu bauen. Andrew Ryan. Tja, und du bist trotzdem ein kleines Arschloch, Andrew. Dass du eine Familie opferst für Rapture ist natürlich, also danke, trotz aller Freiheiten, die man in Rapture hat, ist eben auch der Grund, warum Rapture einfach nicht funktioniert. Die komplette Freiheit geht nun mal nicht. Gut, wir gehen weiter. Myra, Patrick, das sieht Ryan ähnlich. Wartet, bis wir fast draußen sind und dann schlägt er zu. Wir finden diesen Dreckskerl. Wir finden ihn und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib. Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren Roms steht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglichen. Nun stellt sich mir aber doch die Frage, wessen Schulden? Denn ich habe eigentlich keine Schulden mit Andrew Ryan. Ich muss deine Schulden begleichen, aber nicht meine. So, na dann. Wow. Oh mein Gott, ich hatte es vergessen. Stimmt, Arcadia war der Garten in Rapture. Genial. Einfach genial. Oh, ich liebe dieses Spiel, es ist so toll.
Und wir landen natürlich gleich auf dem Friedhof, was natürlich sehr bezeichnend ist, und gucken uns aber erstmal hier um, ob wir hier irgendwas finden. Hier kommen wir nicht lang. Das ist so eine Art Gruft, da kommen wir auch nicht rein. Oh, was haben wir hier? Eine Leiche. Es schwimmt eine Leiche im Teil. Eine Kamera und ein Film. Sehr schön. Und hier haben wir noch ein Audiobook-Gespenster sehen. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfs werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Tja, ich nehme mal an, dass das eine Nebenwirkung der Plasmide ist, denn letztendlich haben wir... Herr Gott, nochmal, ist da jemand? Haben wir ja nur auch diese, diese Nebenwirkung, beziehungsweise, Kannst du mir helfen, Mann? Kannst du mir helfen? Am Splicer helfen, natürlich. So, aber mit dem... Gott, bitte, hilf mir doch jemand! Halt doch einfach den Mund. Mit dem Blick auf diesen wunderschönen Tea Garden verabschiede ich mich für diese Folge, denn wir sind schon wieder über die 20 Minuten. Ups. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bleibt nerdig, bis zum nächsten Mal.